Das ist das Nächste, was mir uns aufregt. Da gern's an Hammerpreis raushaut, das dann Beilaufzeiten haut und dann versuchen es dann aber noch irgendwelche Features dir mitzuverkaufen, nach denen ich nicht gefragt habe. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, eine neue Folge Kommentare kommentieren. Wir haben wieder ein paar und zum Kommentar kommentieren zusätzlich habe ich noch was Neues zu Sona. Aber erstmal die Kommentare. Kannst du diesen Satz sagen? Jesus, du bist mein Herr. Nö. Aber ich hoffe es gerade, gell? Kann ich dir mal was schicken zum Mastern oder telefonieren? Nach Jahren habe ich noch nicht den Überblick, welche Knöpfe am wichtigsten sind. Ja, welche Knöpfe am wichtigsten sind bei Cakewalk, kommt natürlich immer darauf an, was du machen möchtest. Aber natürlich, wir bieten ja auch genau das an, das Abmischen und das Mastern. Man ist ja hier unser Job, deswegen haben wir ja dieses Studio. Und da kannst du natürlich, oder auch ihr anderen könnt gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Auf unserer Homepage findet ihr alle unsere Kontaktdaten inklusive der Handynummer. Und da könnt ihr auch WhatsApp schreiben. Wir sind ja voll modern und ich freue mich immer von euch zu hören. Und da findet man bestimmt eine Lösung auch für deinen Song oder Album. Sehr sympathisch der Andi. Dankeschön. Sehr sympathisch, der Andi. Den guten Mann würde ich gern bei Reaper oder Plug-in-Reviews sehen. Also erstmal vielen Dank. Dankeschön. Geht runter wie Öl. Und zu Reaper. Ich habe mit Reaper leider null Erfahrung. Oh, ich bin halt einfach schon immer ein Cakewalk-Sonar-Kind gewesen und werde es hoffentlich auch immer bleiben. Was die Reviews für Plugins, ich kann tatsächlich mal, weil ich habe ja natürlich einen Haufen andere Plugins und ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht so ein paar Tutorials auch mache für Native Instruments, für die Effekte und vor allem für die Instrumente, weil die nehme ich ja schon seit Jahren her und bin totaler Fanboy, wie man so sagt. Also wenn ihr da was haben möchtet, schreibt es mir gern in die Kommentare. Moin, danke für dieses Video. Ich habe ein MIDI-Keyboard. Kann ich irgendwo die Anschlagdynamik ausschalten? Danke, Mike. Ja, lieber Mike, die Anschlagdynamik, ich müsste wissen, welches Keyboard du hast. Hast du ein Yamaha, ein Casio? Gibt es ja verschiedene Hersteller? Ist es ein eigenständiges Keyboard? Ist es nur ein Master-Keyboard? Aber grundsätzlich bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn du da die Anleitung da mal ein bisschen durchliest, müsste es die Option geben, dass du die Anschlagdynamik ausschalten kannst. Ansonsten, wenn du dich da nicht zurechtfindest, dann spulst es einfach ein und in Cakewalk selber kannst du dann die ganze MIDI-Performance, die markierst du und dann gehst du hier auf dieses Menü, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, und dann hier auf Anschlagstärke skalieren geh und wenn du hier den Anfangs- und Endwert gleich lässt, zum Beispiel 100, dann werden alle Noten auf Anschlagstärke 100 geändert. Hey Leute, ich brauche mal Hilfe. Es geht um MIDI-Controller-Gedöns. Gibt es sowas wie ein deutsches Hilfeforum oder eine Discord-Gruppe oder so? Danke für die Unterstützung. Leider gibt es, also ich für meine Verhältnisse habe bis jetzt noch kein deutsches Forum gefunden. Das discuss.cakewalk.com, das englischsprachige, ist nach wie vor das Forum, wo du dich an welches du dich wenden kannst, wenn es da Probleme mit Cakewalk gibt und du irgendwo nicht weiterkommst. Grundsätzlich versuche ich aber auch euch immer zu helfen. Also wenn da mal was ist, schreibt es mir einfach. Ich habe ja doch schon über 20 Jahre Cakewalk-Erfahrung auf dem Buckel. Vielleicht habe ich die eine oder andere Idee noch. Es war ja auch lang die Befürchtung, dass Sona dann jetzt doch eine Software as a Service wird. Das heißt, wir können es nicht kaufen, wir können es nur noch mieten. Und auch wenn es dann auch in den Foren immer wieder gesagt haben, so nein, natürlich gibt es auch das Sona nach wie vor zum Kaufer. Drauf geschissen, natürlich machen es wir, jeder andere geldgeile Wichser. Anders kann man schon gar nicht mehr sagen, mir geht es mit diesen, ich kann meine Software nicht mehr kaufen, ich kann es mir nur noch mieten, das geht mir mittlerweile so auf dem Sack. Und ich bin Gott froh, dass ich bei Adobe, bin ich jetzt komplett weg, seit über einem Jahr habe ich diesen
Weggang von der Adobe Creative Cloud geschafft und habe jetzt nur noch Software, die ich mir einmalig gekauft habe und jetzt ist gut. Und das ist ja auch so ein Trend, den jetzt viele machen und auch Bandlab macht es jetzt genauso. Es gibt jetzt hier zum Beispiel auf der Seite einen 30% Nachlass, wenn wir uns bis 14. Oktober für eine Mitgliedschaft entscheiden. Und der Dreck kostet uns im ersten Monat 11,99 und ab dann 17,99 im Monat. Macht ihr Adobe genauso, nur ihr dürft eines nicht vergessen. Ihr seid nicht Adobe. Cakewalk bzw. Sauna ist ein Nischenprodukt. War schon immer und wird es immer bleiben. Es gibt so viele DAWs und ich bin mir sicher, dass wir mit unserem Musikstudio einen der wenigen sind, die Cakewalk im professionellen Umfeld nehmen. Und wenn ihr jetzt wirklich hergeht und meint, oh ja, die Leute sind so dumm und zahlen 20 Euro im Monat. Na, also ich mache das nicht. Ich werde jetzt bei meinem Cakewalk, bei dem kostenlosen Cakewalk bei Bandlab bleiben, weil ich auch keinen Benefit sehe. Sondern es sind ein paar Features dabei, ein paar neue, wo ich sage, ja, die sind nett, aber das sind für mich keine Killer-Features. Leute, was soll denn der Kack? Und es, natürlich ist am Anfang auch in den Foren von die ganzen Leute, die da am Drücker sind, wie der Noel und wie soll ich heißen, gesagt, na natürlich wird es auch Sauna weiterhin dann zum Kauf geben, was einmal kauft. Ich sage aber nichts, es gibt nur das mit der Bandmitgliedschaft. Und dann wollen sie es auch noch verkaufen, weil du hast ja so viele Benefits mit so einer blöden Band. Was haben wir denn für Benefits? Ja, wir haben einen Voice Cleaner, wir haben Audio to MIDI, wir haben 4 Mastering Presets, 10 exklusive Audio Pitch Effects, Splitter Upgrades, Smart Tools, also alles das, wo man dann zusätzlich in Bandlab dann hat. Das brauche ich alles gar nicht. Das ist das Nächste, was mich dann so aufregt. Da gern einen Hammerpreis raushaut, das dann beide Laufzeiten haut und dann versuchen es dann aber nur irgendwelche Features dir mit zu verkaufen, nach denen ich nicht gefragt habe. Ich möchte eine DAW, mit der ich aufnehmen, abmischen, mastern. Und das war's. Ich brauche dann noch keine zusätzlichen Online-Services. Ja, ich möchte da zumindest die Option haben. Aber nee, ganz ehrlich, umso länger ich darüber nachdenke, geht mir das mit Sona so unglaublich auf den Piss. Vor allem, ich hatte mal vor, ich hatte ein Video in der Mache, ein Vergleich von Pro Tools zu Cakewalk. Und Cakewalk ist so richtig gut da gestanden, weil im Gegensatz zum Beispiel, wenn man es da mit der kostenlosen Starter vergleicht. Und es ist mittlerweile alles obsolet, weil das spätestens deine Sauna, da zahle ich genauso viel wie Pro Tools. Warum soll ich den Cakewalk nehmen und dafür zahlen und auch nur so viel, wenn es die Referenz-DAW, mit der jeder Profi arbeitet, Pro Tools, wenn ich die haben kann. Die auch teilweise auch weniger Systemressourcen mittlerweile braucht, wie Cakewalk. Gebt mal so ein bisschen gegen meinen Muschel im Moment. Aber schauen wir mal. Vielleicht merken sie es ja von selber. Ja? Vielleicht sitzen da auch nur lauter Männer da drinnen und wir Männer lernen ja angeblich immer gut durch Beispiele. Vielleicht müssen es wirklich auf die Fresse fallen. Oder bin ich da jetzt so verblendet? Gibt es Leute von euch, die sich dann tatsächlich überlegen, so, ja, 20 Euro im Monat für so eine DAW, das ist mir auf alle Fälle wert. Vor allem dann so ein Nischenprodukt wie Sauna. Schreibt es mal in die Kommentare. Das mich echt interessieren. Ja, für die nächsten Videos. Es gibt ja auch jetzt wieder Videos in der Mache. Viele von euch beweinen ja zum Beispiel, dass der TTS-1 nicht mehr bei Cakewalk dabei ist. Und das wird das nächste Video, das ich mache. Da geht es dann quasi um den TTS-1, welche Möglichkeiten es gibt, dass ihr den behalten könnt und welche Alternativen es dann gibt. Und da habe ich ja ein paar coole für euch rausgesucht. Das ist ein Video, für das habe ich jetzt wirklich wochenlang recherchiert, weil es gar nicht so einfach war. Aber bleibt auf diesem Kanal und ihr merkt schon, meine Stimme ist jetzt weg. Und bis dahin sage ich wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ihr Bärlis und Bussi aufs Bauchi, Bärli. Und Servus. Ah, oh, das war jetzt holprig. Aber wir sehen uns.